Hey, toll mit einem Schuss. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4 Vortec. Wir sind am Bunkerbau und ich bin immer noch an den Items am Durchwühlen. Ohne Ende Items haben wir hier. Mooring Anchor. Es ist so unfassbar viel. Guck mal, hier haben wir Polowskis Preservation Shelter. Toll. Oh, guck mal. Schaukeln, Spielzeuge. Oh, ich könnte eine Shooting Range machen. Ach Gott, scheiße. Jetzt habe ich auf einmal 1 Million Ideen wieder für den Bunker. Ich suche momentan noch Electronics, Statuen. Ich suche eigentlich momentan noch Dingens. Ich habe irgendwo den Dingens gesehen. Ach, wie heißt denn jetzt? Hier für Dingens halt. Das ist es doch. Die können wir einfach in die Mitte setzen oder hier hin. So. Was haben wir denn noch? Ich muss eigentlich jetzt mal Pause machen. Ein Stove brauchen wir einen ganzen da. Ich muss noch die Spülerin einstellen. Haben wir noch nicht gemacht. Dauert noch ein bisschen. Ich warte noch ein paar Folgen, bevor wir nochmal jemanden einstellen. Ein Herd. Jukebox. Es sind aber zwei. Aber es ist scheißegal, ne? Das sind beide Kacke. Na gut, Leute, pass auf. Wir gehen jetzt nochmal ins Ödland. Ich mache nochmal eine kleine Pause vom Bauen. Habe ich gesagt, wir machen immer mal ein bisschen Loot, ein bisschen Bauen, ein bisschen Loot, ein bisschen Bauen. Weil, damit ich ein bisschen Abwechslung habe und nicht hier einen Bunkerkoller bekomme. Schön, sie wieder zu sehen. Ich muss auch den noch umkleiden und so. Wir machen uns erstmal leer. Leer. Und dann gehen wir looten. So, Piper, ich muss die auch noch alle umkleiden. Wir haben jetzt wieder auf jeden Fall viel zu tun und ich würde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir wieder von der Loot-Tour wiederkommen, sehr viel bauen. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel, oh, warte mal, Mods hier wegtun. Ein Lagerraum, ein Wäscheraum. Ich glaube, wo wir Sachen waschen halt. Ja, ich glaube, das brauchen wir auch. Manfred, bla bla bla, ich glaube, das muss alles so bleiben. Kate hat, glaube ich, noch Krempel dabei. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Natürlich. Kate hat, glaube ich, auch noch Schrott. Wir müssen nach Starlight Drive und ich muss da, hey. Was gibt's? Die Items konsolidieren, dann ruckelt's wieder. Ja, Plasmagranate. Ist alles okay. Kannst du bleiben, Hase. Gut, dann reisen wir jetzt mal nach Starlight Drive in. Starlight Drive in und schauen mal, wie es hier aussieht. Ich müsste nochmal alle Items zusammentragen und die da, verkleinern. Ich muss das nämlich manchmal machen, sonst gibt es beim Bauen nach einer Zeit Lags. Desto mehr Items sich anstammeln, desto... Guck mal, das habe ich auch noch gesehen. Als die USA am 23. Oktober 2077 im atomaren Chaos versank, befand sich Vault 88 im Bau. Vault-Techs Unvermögen, das Projekt rechtzeitig fertigzustellen, kostete unzähligen Menschen das Leben. Oder auch nicht. Wir wissen ja nicht, welche Experimente das alles hätte. Ach doch, wussten wir ja. So, erstmal was trinken. Die Tür ist schon geil, ja? Ich will auch so eine Tür haben. Ah. Hilft bei der Verteidigung von Covenant. Vielleicht sollten wir das mal tun. Guck mal, hier sind seine Motorrädern am Schrauben. Da sind auch Pickups und so. Oh, wer ist das denn? Tötomatik. Hallo. Ein Zuschauerroboter. Ich will mal Fan sagen, aber man nennt das ja Zuschauer. Stimmt ja auch. Ist auch richtig so. So, Konsolidierer. Der ist hier oben. Ah. Wer den nicht kennt, das ist meine Ausbeutungs GmbH und Co. KG. Ich kann es noch mal gerne zeigen. Zeige ich immer mal wieder. Immer mal wieder gerne. Guck mal, das sind Vault 88er Truhen, oder? Hier. Ausbeutungs GmbH und Co. KG. Leider konnte ich die Tür nicht dranbringen. Anbringen. Da ist mein Fabrikgebäude. Ja, hier die Treppe hätte ich einfach mal hinsetzen können. Habe ich aber nicht. Da ist noch auf. Hier sind Generatoren. Das ist alles noch Experiment gewesen. Oh, hier ist kaputt. Muss ich neu setzen? Sind die Conveyables auch alle weg? Ne, sind noch alle da. Entschuldigung. Hat sich angestaut. Da wird dran gearbeitet. Ja, ja, ja. Hier oben ist mein Konsolidierer. Oh, er ist auch weg. Oh, scheiße. Jetzt muss ich den auch neu setzen. Wie viel ist denn jetzt weg, ey? Ich habe eigentlich viel Ressourcen verloren und da auch. Nuka-Cola Plant ist weg. Habe ich hier Nuka-Colas gebaut? Nee. Okay. Gut, dann bauen wir mal den, sobald nämlich wir fertig sind mit dem Bunker, werde ich nur noch Ressourcen farmen, um Munition zu bauen. Und dann baue ich hier Tonnen. Konnte ich nämlich vorher nie machen, weil mich das aufgehalten hat. So. Strukturen. Ich muss noch gerade überlegen.
bei Sonstiges. Der ist er doch. So. So, wer Manufacturing Extended hat, hat auch diesen Schädel. Inventory Management Brain. Wenn ihr Lags beim Bauen einer Siedlung habt, also ihr baut ein Item und dann ruckelt das erstmal eine Minute, bevor ihr das Item setzen könnt, oder ein paar Sekunden, dann braucht ihr Manufacturing Extended. Und zwar fügt dieser Mod, ja, alle einzelnen Items in einem Inventar, also in der Workstation von einer Siedlung, wenn da, sag ich mal, 1000 Stahl steht, dann sind nämlich diese 1000 Stahl wirklich 1000 kleine Items, die das mit dem System nicht zurechtkommen. Ja, du baust ein Objekt und dann muss erstmal das Spiel die Items da rausrechnen und das dauert halt zu lange. Und dieser Mod macht aus diesen 1000 Items ein Item. Dann ist das auch nur noch eine Zahl und nicht wirklich 1000 Stahl in deinem, in deiner Siedlung, so wie ich das verstanden habe. So, jetzt Konsole. Ach, es wird schon. Ich glaube, ja, Rattencom-Items. Consolidating Workshop Inventory. Ja, okay, ist alles gut. Wo gehen wir denn hin diesmal? Wir haben noch ein paar Orte. Okay, wir gucken erstmal hier oben. Da ist wirklich alles gefunden. Funkturm, bla bla. Da, Haus der Familie Rook. Ich wollte ja auch mal Funksignale verfolgen, aber irgendwie hier. Hub City Autoverschrottung. Komm, wir gehen erstmal zur Haus der Familie Rook. Salem. Sandy Cove Sanatorium. Komm, wir gehen mal zum Salem. War ich da schon mal? Ja, war ich da schon. Aber habe ich nicht abgeschlossen? Müssen wir mal gucken. Vielleicht gehen wir da rein, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Okay, da sind wir, Salem. Ich muss jetzt aufpassen. Salem, ach, das ist ein ganzer Ort hier. Ach, warte mal, ich glaube, ich war hier und wollte mich mal umsehen. Oh, guck mal, gucken wir uns mal ganz um. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Erstmal hier ist so ein Café. Löwe? Ja, aber doch. Ich, nee, oder? Ich, mein Gehirn ist ein bisschen... Ich weiß gerade nicht, ob ich hier schon mal war. Ich habe keine Munition gekauft, oder? Nein. Komm, wir holen erstmal Verstärkung. Nachladen. Ich glaube auch nicht, dass wir Gegner finden. Wo habe ich denn... Ach komm, wir nehmen ihn jetzt erstmal. Natürlich. Oh, guck mal, ich weiß nicht, ob ich hier schon... Nein, nicht hinsetzen, Aldemar. Oh, ja, toll, in die Skelette. Hervorragend. Steh wieder auf jetzt. Bäh, eklig. So. Oh, die haben geantwortet. Das machen die Minutemen immer, wenn sie kommen. Da. Ist schon geil. Ich muss noch einen Mod rausfinden, der irgendwie diese Minutemen... Die Minutemen-Verstärkung irgendwie mal cooler macht. Oder man, dass dann Bruderschaft kommt. Und abspringt und hilft. Wie auch immer. Auf jeden Fall dauert es auch zu lange. So, ich muss gucken, dass ich die wirklich einsammle. Pfeffer. Salzstreuer. Das muss ich auch alles noch in Pipers Raum reintun. All are welcome. Schön. Wow, was ist denn jetzt los? Kate ist so still. Noch keinen Kontakt gehabt. Das ist total seltsam, oder? Oh, der Koch. Guck mal. Ein Kochskelett. Bisschen Licht. Abraxo Putzmittel. Kaugummi. Manchmal finde ich so kleine Easter Eggs, aber ich blicke da nie durch, ja. Das dauert immer viel zu lange, bis ich die kapiere oder sehe. Wie zum Beispiel, in einem Vault-Bunker findet man unter einem Schultisch das Wort Gary aus diesen Würfeln gebaut. Und das bedeutet halt, dass Gary da war. Quasi, kennt ihr Gary, der geklonte Bunkerbewohner aus Fallout 3? Oder aus Vegas, ich weiß nicht mehr. Das war auch schon ziemlich lustig. Okay, ist cool, ne? Ist cool. Sind aber nicht gekommen. Keine Minutemen da. So, was haben wir denn hier in der Kirche? Ich glaube, das war eine Quest für die... Ich bin mal nicht mehr so sicher. Für die... ne, ich glaube ja nicht. Das war für die Dingens. Railroad. Lang ist es her. Eine 8 unterm... Tisch. Das könnte auch eine Bedeutung haben, aber ich weiß, dass blutiger Pfad Gottes, die einen mit einer Billardkugel zerdeppern, mit einer 8, glaube ich. Und die haben ja immer gebetet, vielleicht war es deswegen. Kreide. Baseball. Das ist ein M. Wenn man schon von diesen Würfeln redet, ne? Spielzeuge sind immer gut. Used Oil Can. Kann ja immer oben hoch. Ganz schön düster die Musik. Hallo.
Wer stapelt denn Tote oben? Ich höre Computer da, tatsächlich. Mini-Nuke. Terminal. Was macht das? Passwort eingeben. Melde sich bitte bei einem Techniker oder der Freiwilligen Miliz von Salem zurzeit B-Rook, um ihre Daten zu aktualisieren zu lassen. Nur autorisierte Person. Turmsteuerung. Ach, hier war ich schon. Ich glaube, das ist vielleicht zu lange her, um es in meiner Erinnerung wahrzumachen. Rufen. Ach, guck mal hier. Sollte das mal eine Siedlung sein? Sollte das hier eine Siedlung werden? Au. Guck mal. Zuckerbomben. Oh. Ja, irgendwas war das mal. Hab ich die alle umgebracht? Hm. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Okay, hier haben wir Mais. Nein. Eine Strickmütze. Scheiße, ich kann mich nicht mal daran erinnern, ob ich hier war oder ich muss ja hier gewesen sein. Hier sind überall so Türme da auch. Und was haben wir hier? Siedlungsrekrutierungssignal gefunden. Da können wir auch nicht rein. Bist du umgefallen, OP? Oder wer auch immer du warst? Mit dem Rollstuhl? Nee, hier ist nichts. Oh, Kate, mit dem roten Licht. Ich muss mal ändern. Senator, braucht dich. Da war ich schon. Ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Das gehört? Ich habe ein Geräusch gehört. Keine Gegner. Es ist so still. Da hinten gibt es ganz viel Aluminium, aber das ist alles voller Sins. Da komme ich nicht wirklich rein. Das ist super schwer, ja? Es ist mittlerweile so hart geworden. Hier sind tote Meyer-Lurks. Die muss ich ja getötet haben. Und hier oben ist das Haus. Haus der Familie Rook. Das habe ich auch aufgemacht. Aber es war nicht erkundet. Wahrscheinlich so, oh, ich komme wieder. Und dann... Oh, ich dachte, hier wäre einer gewesen. Keller, ein Sperrschlüssel erforderlich. Okay, scheiße. Okay, suchen wir mal den Schlüssel. Ich finde den bestimmt jetzt nicht. Scheiße. Das ist bestimmt eine Quest. Sonst komme ich da gar nicht rein. Nee. Ist der Strom wahrscheinlich aus. Irgendwas hat der Hebel auf jeden Fall getan. Oh, hier sind Grabsteine. Kann ich die nicht ausheben? Oh, das ist ein frisches Grab. Ob das Boot irgendeine Bewandtnis hat, ob da der Schlüssel drauf ist. Oder ob der Schlüssel wirklich nur zugänglich ist für... Ich weiß es nicht. Quests. Oh Mann, ist das eine ruhige Folge. Ich dachte, das können wir rumballern, aber nein. Ich habe den Schlüssel nicht. Ja, also habe ich ihn auch nicht. Oh, ich glaube, da muss ich nochmal mogeln und nachgucken. Also er kann nicht hier drin sein. Wir haben oben den Hebel umgelegt. Die sind alle tot. Oder nicht da?
Da kann man hoch. Komm, wir gehen. Geh mal. Nee. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich will jetzt hier nicht weiter rumgammeln. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, bitte die Kommentare damit, sonst kommen wir wieder. Und schauen mal, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen gucken, bevor wir weggehen. Oder abspeichern. Wir haben noch ein paar Minuten. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir noch ein bisschen. Also, aber größtenteils Keramik, aber durch das ganze Klo bauen brauchen wir wieder Keramik. Toaster ist auch mal gut. Empty Milk Bottle. Ein Toter am Sofa. Schade, nichts los hier. Ich hätte gerne ein bisschen geballert. Das ist ja das Schöne daran. Vielleicht findet man auch den Schlüssel nur bei einem NPC, wenn man irgendwo tötet oder so. Ich könnte mir jetzt alles ausmalen. Es hat so viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich habe ich ihn einfach nur übersehen. Hey, zwei mit einem Schuss. Was heißt, ja gut, einer wurde getroffen halt und dann explodiert das und dann gibt es Area Damage. Hier war ich schon. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Halt! Okay, 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 okay. Wir sind ja in der Pause. Oh je. Ich habe doch extra jetzt Zeug mitgenommen dafür. Erstmal Red Array, Stimpak, Red X und Psycho-Jet. Und Waffe wechseln. Da haben wir nichts mehr von. Das bringt nichts, Alter. Kate, wo bist du? Kate, wo bist du? Da oben. Was machst du da oben, Kate? Jetzt geht über diese Pistole. Okay, du bist einfach zu weit weg. Definitiv. So. Nichts. Guck mal, das ist eine kleine Insel. Sollen wir da mal hinschwimmen? Guck mal, hier sind überall irgendwie so Bojen. Das muss doch irgendwas auf sich haben, nur wegen dem Riff. Ich muss den Taucheranzug mal holen. Komm, wir gehen erstmal hier drin gucken. Hui, ich habe immer Angst, dass da irgendwas drin ist. Ja, pass auf. Wir holen mal irgendwann den Tauchanzug und gehen mal die Küstengebiete generell abgrasen. Vielleicht gibt es ja irgendwo coole Orte. Vielleicht sollte ich das mal googeln. Fallout, coole Unterwasserwelten. Und dann gehen wir dahin mal tauchen. Aber ich glaube, davon werden wir nicht so viel finden. Ist nur geplatzt. Keiner kommt raus. Okay, alles klar. Doch. Boah, ein Meisterschuss. Das ist unser Leuchtturm. Da wohnt ja niemand. Kaum, weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Der Bunker ist einfach viel wichtiger. Oh, ein Bronzefund, würde ich mal sagen. Nicht Gold, sondern eher Bronze. So eine Schreibmaschine finde ich immer gerne nicht so schön groß und metallisch. Jetzt haben wir hier, war ich auch noch nicht. Okay. Okay, ich guck mal nächste Folge. Ich gehe jetzt mal, hier nach der Folge mache ich kurz Pause und dann schaue ich mal, wo es den Schlüssel gibt. Und dann gehe ich nächste Folge da hoch und gucke mal, wenn ich überhaupt den Schlüssel finden kann. Sonst sage ich euch, warum das nicht gehen könnte. Und dann gehen wir noch woanders hin. Da ist noch ein Schrottplatz hier unten irgendwo, da müssen wir auch noch hin. So, jetzt sind wir wieder hier. Na gut, wie auch immer, Leute, wir speichern jetzt erstmal ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ist da ein roter Punkt? Nein, das ist mein Leben. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Fallout 4 Vault-Tec. Haut rein, Leute.